Ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm vom Fallout-Soundtrack, habe mich jetzt aber dagegen entschieden. Ich wollte hier eigentlich eine Einleitung singen, aber ich möchte ja, dass das Video auch geklickt wird. Also lassen wir das. Und vielen Dank für den Support auf der ersten Folge. Ich habe richtig Bock, weiter über Fallout zu sprechen. Über jeden Teil und dann noch viel mehr. Also bleibt dran. Ich möchte hierbei mit ein paar Fakten über das Spiel beginnen, bevor ich danach die Handlungen erkläre, den Charakter erkläre und die Ereignisse des Spiels aufzähle. Ich glaube, damit ist alles gesagt, außer liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und wir beginnen mit Fallout 2. Fallout 2, a post-nuclear role-playing game, ist die Fortsetzung zum originalen Fallout und wurde am 30. September 1998 veröffentlicht. Es wurde entwickelt von Black Isle Studio, die kurz vor der Herausgabe des Spiels zu einem vollwertigen Entwicklerstudio wurden. Herausgeber war allerdings weiterhin Interplay Entertainment. Und die Geschichte spielt 80 Jahre nach dem ursprünglichen Fallout im Jahr 2241. Der Protagonist in Fallout, ein Nachfahre des Vault-Bewohners aus dem ersten Teil, wird nur als das auserwählte Wesen bezeichnet. Er kann ein Mann oder eine Frau sein, je nachdem, was für einen Charakter man auswählt. Doch trotzdem werde ich im weiteren Verlauf nur von dem Auserwählten sprechen. Sein Heimatdorf, Arroyo, leidet unter einer lang anhaltenden Dürrewelle. Auch wenn Arroyo viele Jahre in Frieden lebte, geschottet von der Außenwelt, bedrohen nun Krankheiten und Missernten das Dorf, welches ja von unserem Protagonisten aus dem ersten Teil gegründet wurde. Und so wird das sogenannte Geek Garden Eden Erstellungskit benötigt. Das Geek war ein Terraforming-Gerät, das von Future Tech, einer Abteilung von Vault-Tec, hergestellt wurde. Sein Zweck war es, Bereiche eines postnuklearen Ödlands zu revitalisieren. Das Konzept sowie das Design wurden von Stanislaus Braun, einem brillanten, wenn auch egoistischen Vault-Tec-Forscher, erfunden. Es ist wahrscheinlich, dass jeder Vault mit zwei Kits ausgestattet wurde. Also fast jeder Vault. Doch es ist unklar, ob das ein weiteres Experiment von Vault-Tec war, ob es Lieferengpässe gab, ob die Erstellung zu teuer war, wir wissen es einfach nicht. Und so beginnt die Reise unseres Protagonisten, welche die einzige Hoffnung für Arroyo war. Am 27. Juli, ist einfach mein Geburtstag krank, Entschuldigung, verließ er seine Heimat und begab sich auf die Suche nach dem Geek. Doch während seiner Abwesenheit griffen am 20. Juli, ein Jahr später, die Enklave Arroyo an. Dabei wurden einige Dorfbewohner getötet, viele schwer verletzt, so auch Hakunin. Hakunin ist eine Art verwirrter Dorfschamane, der psionische Kräfte hat, die es ihm erlauben, den Auserwählten in dessen Träumen zu kontaktieren. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass der Auserwählte von Geburt an darauf trainiert wurde, der Champion des Stammes und in Zukunft sein Ältester zu werden. Und so war ein Teil dieser Versuche, Drogen sind mit Hakunin, was auch diese Verbindung erklärt. Auf seiner Reise vollbrachte der Auserwählte wie auch sein Vorfahre einige Heldentaten. Sowohl im Großen als auch im Kleinen, was das Ödland langfristig in vielerlei Hinsicht verändern sollte. So brachte er zum Beispiel die Stadt Klamath oder Klamath in Aufruhr. Diese Stadt ist für die Gecko-Jagd bekannt. Besonders stolz sind sie auf die goldenen Geckos. Ein Vertibird der Enklave stürzt in der nahegelegenen Schlucht ab und die Stadt wird von Ratten heimgesucht. Hierbei noch bei vielen anderen Sachen half der Auserwählte, was es der Stadt erlaubte, auch 40 Jahre später noch einen vergleichsweise ruhigen Alltag zu garantieren. Indirekt ruinierte unser Protagonist auch die einzigartige Küche in Mordok von Roses, denn unser Protagonist soll eigentlich nur ein Huhn töten, woher die Eier für die Omelettes kommen. Doch dieses Huhn stellt sich als Todeskralle heraus, woraufhin das Restaurant schließen muss. Auch verdiente sich unser Protagonist das Vertrauen von John Cassidy, welcher später als potenzieller Gefährte dem Auserwählten zur Verfügung steht. Nun zu zweit machen sie sich auf, weiter nach Süden, und decken den Versuch der Anti-Mutanten-Verschwörer von Broken Hills auf, die die Stadt von Supermutanten befreien wollten. Dadurch verdiente sich unser Protagonist die Loyalität des Sheriffs Marcus, der sich nun auch unserem Protagonisten anschließt. Marcus soll auch später noch interessant werden, in anderen Spielen, aber auch seine Geschichte selbst eine sehr interessante. Nachdem unser Protagonist New Reno besucht hatte, eine weitere Stadt, sollte er Vater eines Kindes werden, welcher schließlich
der gefürchtete und mächtige Anführer der kriminellen Familie Bishop werden sollte. Einige ihrer wichtigsten Taten fanden allerdings in Shady Sands statt, als sie das Aaron Carland betraten. Indem unser Protagonist Darian den Anführer der neuen Karne tötete, sorgte er dafür, dass die Besetzer von Vault 15 sich freiwillig der RNK anschlossen. Dies sollte ein Beweis dafür werden, dass die Politik der friedlichen Expansion von Präsident Tandy erfolgreich sein kann, was zu einer größeren Kampagne für die weiteren Expansion der RNK oder auf Englisch NCR führte. Schließlich fand der Auserwählte den Geek in Vault 13, doch entdeckte auch, dass mehr auf dem Spiel stand als nur die Zukunft des Dorfes. Die Enklave ist eine böse, paramilitärische Organisation, die sich aus ausgewählten Mitgliedern der Volksregierung und des militärisch-industriellen Komplexes zusammensetzte. So entführten sie die Stämme von Arroyo, um einen biologischen Wirkstoff zu entwickeln, der in der Lage ist, 95% der gesamten Bevölkerung des Planeten auszulöschen. Außerdem, die speziell geimpft sind, sich in einer Power-Rüstung befinden, Power-Armor, oder diese, welche in den Bunkern, in den Vaults, Schutz gefunden haben. Und so führt ihre Reise, um die Enklave zu besiegen, nach Navarro. Dort ist dokumentiert, dass sie die militärische Base infiltriert haben, wo sie allerdings von einem Drill Sergeant ohne die behördliche Uniform der Enklave erwischt wurden. Und so wurden sie zu einer Versetzung mitgenommen und erhielten die weltweit lautesten Beschimpfungen. Während sie da sind, konnte der Auserwählte Xan befreien. Xan ist eine sprechende, intelligente Todeskralle, welche die Enklave gefangen gehalten hatte. Der Auserwählte konnte den Wissenschaftler der Enklave, Dr. Schreiber, töten, welcher der leitende Wissenschaftler der Enklave in Navarro war. Außerdem reparierte er einen Cyberdog namens K9 oder K9 auf Deutsch, aber K9 ist natürlich eine Anspielung auf die Hunderasse, deswegen auf Englisch. Und ließ ihn später in der Obhut der Mechanikerin Dorothy zurück. Bis unser Auserwählte schließlich das Hauptquartier der Enklave erreichte. Dies gelang ihm mit Hilfe eines alten Tankers, der PMV Valdez. So zerstörten sie die Bohrinsel, indem sie eine Kernschmelze des Reaktors auslösten und konnten sowohl die Stammesangehörigen von Arroyo als auch die gefangenen Bewohner von Vault 13 befreien. Hierbei töteten sie sowohl Präsident Richardson als auch Frank Horrigan. Beide Charaktere wären wahrscheinlich ein eigenes Video wert, weil ich glaube, die jetzt zu erklären wird den Rahmen des Videos sprengen. Nur ganz kurz zum Verständnis. Präsident Richardson wollte ein Vermächtnis als Präsident etablieren, wobei er das Festland der Vereinigten Staaten von Mutanten zurückerobern wollte. Mutanten waren für ihn aber nicht nur die Supermutanten, sondern alle Menschen außerhalb der Enklave, die dem postnuklearen Ödland ausgesetzt waren. Frank Horrigan seinerseits ist ein Supermutant und ein Agent des Secret Service der Enklave, als auch der Endboss von Fallout 2. Dies sollte ultimativ zur Zerstörung der Enklave führen oder zur fast vollständigen Zerstörung der Enklave. Die Überlebenden waren nämlich gezwungen, nach Osten zu fliehen und sich zu verstecken. Hierbei rettet unser Protagonist nicht nur das amerikanische Ödland, der Fallout-Wüste, sondern die ganze Welt. Und mit dem Geek in seinen Händen gründet der Auserwählte zusammen mit den Arroyo-Überlebenden und den Vault 13 Bewohnern die Stadt New Arroyo und vereint die beiden Blutlinien, die seit Generationen getrennt waren. So konnte die Dorfälteste, die Mutter des Auserwählten, Frieden finden und einige Monate später im Schlaf versterben, wobei sie die Führung des Dorfes dem Auserwählten überließ. Und mit der Kombination aus dem technischen Know-how der Vault-Bewohner und den Überlebensfähigkeiten der Stämme gedieh New Arroyo unter der Herrschaft des Auserwählten und wuchs zu einer mächtigen Zivilisation heran. Sein Beispiel inspirierte auch Marcus, welcher nach Osten wanderte, nachdem sich Broken Hills aufgelöst hatte, welcher schließlich Jacobstown im Mojave-Ödland gründete. Er sollte nie wieder etwas vom Auserwählten hören. Doch wenn in Fallout New Vegas der Kurier mit Marcus spricht, ist er sich sicher, dass für beide am Ende alles zum Guten geworden ist.
Auch andere Personen erinnern sich an den Auserwählten. Wobei zum Beispiel Klamath Bob immer noch Geschichten über den Auserwählten erzählt, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren war. Und Cannibal Johnson erinnert sich immer noch an die Zerstörung von Navarro. Es lässt sich sagen, dass der Auserwählte, wie auch sein Vorfahre, einen bedeutenden Einfluss auf das Ödland hatte. Und ich möchte einfach nur hier so ein paar Fun Facts am Ende noch anbringen. So zum Beispiel, dass der Auserwählte den gleichen Sprite verwendet wie der Vaultbewohner aus Fallout 1 oder Fallout. Und sogar den Anzug, den Vault 13 Anzug seines Vorfahrens, durch einen Quest im Tempel der Prüfung erhält. Auch wenn ich dies nicht erwähnt habe, kann man wieder zwischen drei Charakteren wählen mit einer vorgefertigten Story. Und zu guter Letzt noch ein Fun Fact: Auch wenn er von einem Vaultbewohner Abstand ist, der Auserwählte neben dem Kurier einer der wenigen kanonischen Protagonisten der Fallout-Serie, welcher nicht aus einem Vault startet. Und noch eine schöne Anspielung. Es gibt ja, wie in jedem Fallout-Teil, Zufallsbegegnungen. Und durch die Zufallsbegegnung Guardian of Forever kann der Auserwählte in der Zeit zurückreisen und den Wasserchip von Vault 13 zerstören, wodurch die Ereignisse von Fallout und damit auch von Fallout 2 in Gang gesetzt werden. Eine Anspielung auf Star Trek. Aber ich finde so Zeitreise-Szenarien immer sehr interessant. Deswegen wollte ich das hier nochmal anführen, dass so gesehen unser Protagonist aus Fallout 2 die Ereignisse von Fallout 1 gestartet hat. Und damit entlasse ich euch mit all dem Wissen. Macht es nicht gut, macht es besser. Bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Euer Loremeister. Ciao.